Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, ich habe hier einmal, bin ich drumherum gefahren, habe jetzt einfach den normalen Helfer losgeschickt. Der macht jetzt nicht alles, aber ich glaube zu 80% das Vorgewinde ja noch abrechnet, wird er hier das hier durchweg gut machen. Hier macht er sogar alles weg bis hinten hin. Ich hoffe, du kannst dich jetzt drehen, weil die Leitplanke hier im Weg ist. Aber das läuft zur Zeit. Da müssen wir dann hier noch die Reste eben machen. Und dann ist das Feld auch gegrubbert. Da brauchen wir dann nicht komplett selber machen. Ah, wird nichts mehr angenommen. Gut, das ist super. So, Feld 57 können wir anfangen. Oder auch nicht. Einmal hier aufs Feld fahren und den Kurs generieren. Und dann können wir den gleich starten. Da drüben steht auch einer, aber da kommen wir gleich hin. Da steht die Sämaschine. Er ist beim Vorgewende angekommen. Das ist doch mal schön. Muss ich bestimmt noch zweimal auffüllen. Unser Kalk. Ist hier schon was drauf? Unser Kalk, Gras, nein. Hier dürfte ja nichts drauf sein, nee. Weil da noch Kalkflächen waren, haben wir den erst gekalkt. Schauen wir mal. Hier soll Tabak drauf. Die Kalkproduktion ist leer. Ich habe komplett alles zum Lager in der Mitte gefahren. Aber was ich nicht dran gedacht habe, wir haben doch auch... ach, der ist gleich hier. Wir haben die Zuckerfabrik verbraucht, produziert doch auch Kalk. Da können wir den doch auch abholen. Weil wir haben ja noch ein bisschen was zu kalken. Hier sollen Linsen drauf. Dann den alten Kurs auch mal rausschmeißen. Den neuen generieren. Und starten. Und ich warte ich noch einen Moment. Wo ist der LKW? Hier. Die können wir doch einfach umstellen. Kalklager Mitte ist richtig. Und du holst das aber von der Zuckerfabrik ab. Ich meine Rübenschnitzelausgang, da wäre der richtige Punkt. Da sind bestimmt auch nochmal 100.000, schätze ich mal. Oh, er hat sogar, er schafft es sogar mit der Füllung. Das erste Vorgewende fertig zu kriegen. Super. Hm. 5%. 100 Meter. Ein bisschen mehr, glaube ich, ne? Noch 1% und leer, ne? Vielleicht 150. Da hast du aber schon mehr gemacht, auf jeden Fall. Ich hoffe, mich ist nicht zu viel gedüngt oder so. Und das macht er aber weg. Ja. Und alle haben angefangen. So, dann können wir den hier auch mal losschicken.
Kein Kurs. Hm? Wir fahren mal weiter rein. Gucken, ob er dann einen Kurs berechnen kann. Dauert ein bisschen lange. Ne? Ja, mit dem in der Mitte ist auf jeden Fall irgendwas am Rechnen. Und da ist er doch durch. Wir lassen ihn einfach, ne? Wir gehen hier auf erster Wegpunkt und soll er mal gucken, was er macht. Ich habe erst einen Wegpunkt gemacht. Wo ist der denn? Ach, da vorne, okay. Ich schätze mal, wir müssen denen gleich auch helfen, wieder Leitplanke, Bäume, bei den Bäumen dürfen. Gibt es wohl Probleme? Ja, sieht gut aus. Ich hoffe, der muss sich noch nicht noch auffüllen. Die Seite sieht eigentlich auch gut aus, bis eben die Spitzenecken da drüben. Ich hoffe, die andere Seite sieht genauso aus. Na gut, das sind natürlich hier Wege, Bahn, die er ziehen muss. Wir sind schon ganz schön lang. Jetzt haben wir gar nicht geguckt, aber 60.000 sind das schon mal. Was haben wir hier noch in der Zuckerfabrik? Lässt du uns wieder nicht besuchen. Kalk. Oh, wir haben noch genau eine Ladung. Ja gut, dann sind es fast 120.000. Da kommen wir doch schon mal weiter mit. Dann kann das Kalkwerk auch wieder produzieren. Und dann sollten wir auch irgendwann mal fertig sein mit dem Kalk. So, da haben wir es. Kommen wir so rum. Ich habe doch runter gemacht, oder nicht? Ach so. Das war richtig. Nein. Auch nicht. So. Da wollte ich hin. Dann fahren wir hier die Bahn mal selber ab.
Ja, wir fahren den nochmal hier rum. Gucken, und jetzt nächster Wegpunkt. Gucken, wo er dann weitermacht. Ach, da liegt ein Ballen. Machen wir den mal schnell weg. Ach so. Den starken Mann anmachen. So, dann können wir schon ganz schön viel da stehen lassen, muss ich schon sagen. Oh, der ist aber fertig geworden. Das ist gut. Du kannst dann eigentlich auch zu 72. Du musst dich aber eh auffüllen. Ich nehme an, der Kalkstreuer ist auch unterwegs. Sollte aber schon wieder auf dem Rückweg sein. Nur 50% hat schon zwei lange Bahnen und eben die Ecke. Noch vielleicht noch drei Bahnen schafft, dann bin ich zufrieden. Da wird einer blockiert. Das kann ja nur der Big M sein. Sicher. Stehen doch Bäume. Komm, geh runter. So, dann haben wir es doch. Auf der anderen Seite sind aber auf jeden Fall keine Bäume. Dann können wir dich hier wieder anschalten. Dann brauchen wir nur den Ballensammler. Wir haben ja noch einen LKW hier, ne? Hier drüben steht dann noch einer. So, einmal hier rum. Und dann schicken wir den mal zu 9. Feldnummer 9, da ist es. Und der ist auf dem Weg zu 72, okay. Wie sieht denn jetzt die Düngung aus? Scheint alles gut zu sein, okay. Also brauchen wir hier schon nichts mehr machen.
Ja, ich weiß nicht, warum er da die Kante lässt. Wir können ja nochmal zurückgehen. Ob das durch das Reintappen gekommen ist oder ist da irgendwas mit dem Feld nicht in Ordnung? Schauen wir mal. Wir können den ja hier quasi nochmal anstellen. Nächster Wegpunkt. Ob sich da jetzt was verändert? Nee. Tut es leider nicht. So, jetzt ist er auf dem zweiten Vorgewende. Da brauchen wir um Bäume erstmal keine Sorgen machen. Er ist am Auffüllen, gut. Und er hat jetzt auch nur noch 3-4 Bahnen. Dann ist er durch. Und ich glaube, dass die andere Seite sieht auch gut aus. Dann haben wir nur noch da oben die Ecke. Haben wir das Feld auch schon vorbereitet. Und er hier macht richtig gute Fortschritte. Der wird sich gleich einmal auffüllen müssen. Und dann ist das Feld schon fast wieder Geschichte. Ich glaube nicht, dass du noch ganz bis zum Ende kommst. Aber noch ein paar Meter, passt schon. Der sollte sich auffüllen. Du holst die zweite Ladung. Dann kannst du nämlich auch, können wir dich hier gleich zur Werkstatt schicken. Brauchst ja hier nicht mehr wieder zurück. Und er hat an dem richtigen Punkt wieder angefangen. Mal gucken, wie... Er wird sich wahrscheinlich noch einmal auffüllen müssen. Das war's aber dann. Vielleicht können wir den Düngerstreuer, wenn er kommt, hier schon mal losschicken. Dann geht er gleich hier drüben hin. Und so viele Felder haben wir nicht mehr. Also, wenn man sich das anschaut, uns gehört ja fast alles, bis auf einige Wiesen oder Wälder. Nee, ich gehe mal hier gucken. Nicht Unkraut hier. Wir haben noch, hier ist Gras, das wissen wir. Können wir Gras vielleicht auch mal anmachen. So. Hier ist Gras, ist abgeerntet. Hier die war Tritikale, ne? Ist abgeerntet, da ist aber hier haben wir gerade gemäht, Feld 10, hier Feld 9 sind wir gerade dran. So, dann sind wir hier unten dabei, es vorzubereiten. Hier sind wir am Anpflanzen und ja, hier und hier vorne. Das kommt ja alles hier mit Tabak, die drei. Das ist dann fertig. Dann hätten wir nur noch die 66. Gucken, ob uns da noch irgendwas auffällt. Oh, hier müssen wir... Ist der LKW da? Ah, ich muss noch einmal zurück. Aber das macht nichts. Hast du noch?
LKW habe ich gar nicht freigeschaltet, ne? Der steht hier nämlich. So, dann lass uns mal die Ballen, die da liegen, einmal wegsammeln. Eigentlich müsste man hier auch mit dem Schwader vorbeikommen und einmal die Dings zusammenholen. Zweite Vorgewende noch kein Ballen. Doch hier vorne. Da haben wir hier noch einen alten Ballen. Heuballen. Oh, hier hat er den unter sich hier dem entledigen. Nee. Da glaube ich noch einer und dann haben wir 16 Ballen. Störe ich dich hier? Ich glaube nicht, ne? Hast du noch 32%? Na, wird es aber trotzdem nicht ganz schaffen. Der Düngerstreuer steht da drüben, habe ich schon gesehen. Da ist er nämlich. Der wird nicht fertig werden. Vielleicht das Stück hier wird fehlen. Können wir den aber schon mal vorbereiten? Können wir ja dann unterbrechen, wenn er seinen Startpunkt hat. Da hier ist ja alles auch schon. Wir können ihn auch einfach erstmal fahren lassen. Solange er auf den Bahnen ist, wird er ja außen nichts streuen. Bin mal gespannt, ob er auch jetzt so viel hier ist. Natürlich rot und das geht aber, also finde ich, die Prozentzahlen gehen nicht so weit runter. Und hier ist rot und ich nehme an, er braucht drüben ein bisschen weniger bei der nächsten Bahn. So. Er ist aber fertig. Gut. Dass du dich auch nicht wieder zusammengeklappt hast. Dann fahren wir eben und machen da die Ecken fertig. Ansonsten hat der Helfer gemacht, was er sollte. Ja, ist ein bisschen viel stehen lassen, muss ich mal sagen. Weiß. Einmal durchziehen. Machen wir das noch weg und dann. Können wir hier auch schon was anpflanzen?
Und dann werden wir ihn, glaube ich, auch nicht mehr brauchen. Du kannst dann gleich zur Werkstatt fahren. So. Ach, die habe ich gar nicht gesehen und auch nicht mehr dran gedacht, dass hier eine Leitplanke steht. So, liebe Freunde, das war's mal wieder. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder auf der nordfriesischen Marsch mit Medien-Stevie. Ciao, ciao. Und den Kurs kann ich hier auch mal rausschmeißen. Ciao.